Der Springer muss einem Fallschirmspringer ähnlich sein. Und der Kopf muss menschenähnlich sein. So steht es in den Satzungen des Deutschen Modellfliegerverbandes. Puppe, weil das macht ein bisschen Springer. Ja. Springer, ein ja. Man. Ja. Falsch ein Man. Die Modellspringer sind unter den Tragflächen befestigt. Jetzt ist vom Piloten am Boden höchste Konzentration gefordert, im richtigen Augenblick den Springer auszuklinken und über Funk genau ins Ziel zu steuern. Wir wollen das zur Abstimmung bringen, ob wir jetzt den zweiten Durchgang machen. Ja, das Wetter ist ein bisschen besser als heute Morgen. Und somit haben wir gesagt, wenn wir starten, dann fangen wir mit dem zweiten Durchgang an. Also somit ist klar, wir werden den zweiten Durchgang machen. Wir werden starten. Zeitvergabe 1,5 Stunden, das würde jetzt bedeuten, 17:05 Uhr wäre der zweite Durchgang beendet. Sie wollen springen, die Schlepper haben gesagt, wir können, wir versuchen es. Auf dem Platz des MFC Condor in Südlohne war in diesem Jahr der Austragungsort der 33. Deutschen Meisterschaft im RC Fallschirm-Zielspringen. Ich war genau wie ihr. Verletzbar. Unsicher. Hatte Angst vor dem Tod. Dann hat sich alles geändert. Vor gerade mal 12 Stunden. Bitte, sie können nicht! Ich weiß nichts! Ich habe nichts getan! Ich flehe sie an, bitte! Wir haben ein Päckchen mit etwas sehr Speziellem in ihren Bauch eingesetzt und sie werden es für uns transportieren. Befolgen sie die Regeln und es wird niemand verletzt. Ich bin nicht in Stimmung. Es heißt, wir Menschen nutzen nur 10% unserer zerebralen Fähigkeiten. Aber... was, wenn es einen Weg gäbe, Zugang zu 100% unseres Gehirns zu erlangen? Wozu wären wir dann fähig? Ja?
Ja? Professor Norman, ich habe Ihre Forschungsarbeiten über das menschliche Gehirn gelesen. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Danke. Ich bin zu Dingen fähig, die ich niemals zuvor getan habe. Ich spüre alles und ich kann die Elemente um mich herum kontrollieren. Das ist verblüffend. Wir müssen uns treffen. Glauben Sie mir. Die Chemikalie erlaubt ihr, neue Areale ihres Gehirns freizuschalten. Sie hat Fähigkeiten. Es darf nicht in falsche Hände geraten. Dann sollten wir gehen. Miss, keine Bewegung. Bitte nehmen Sie die Hände hoch. Ihre Gehirnkapazität wächst mit jeder Minute. Was passiert, wenn sie die 100% erreicht? Ich habe keine Ahnung. Aber sie ist der Schlüssel zu allem. Ich fahre. Hey, nein, das ist ein Polizeifahrzeug. Seit Hunderten von Jahren wird das Zeitreisegehen in den Familien der Devilliers und Montrose weiter vererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ich, Gwendolyn Shepherd, dieses Gen geerbt habe. Was suchen Sie überhaupt? Antworten auf mindestens 1000 Fragen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und... Und dabei verdammt sexy. Warum habt ihr die Zeitmaschine gestohlen? Und warum seid ihr abgehauen? Um dich zu schützen. Schützen wovor? Igitt, könnt ihr mal aufhören mit dem Gesabber? Verschwinde! Verschwinden? Ich? Die Loge ist mein Zuhause. Das sind die Menschen, die mich am besten kennen. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Du solltest uns mehr Vertrauen schenken. Überlass das Denken uns. Wir werden euch leid. Man, here I am. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Hallo, Zeitreise-Freak am besten Freundin? Es fällt einfach verdammt schwer herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Es gibt nichts, das uns noch aufhält. Gwendolyn, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch dafür zu sterben? Vertrauen mir nicht, es ist eine Falle! Du hast mir eine Falle gestellt. Das würde ich nie tun. Gideon steht auf meiner Seite. Ach ja? Du musst herausfinden, wem du trauen kannst und wem nicht. Das Schlimmste ist, du musst in einem gleichen Raum sein wie ich und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm. Der, den die Sioux Indianer Haoka nennen, schlägt seine Trommel mit Wind, um Donner zu machen. Mit Donner kommt Blitz. Und mit Blitz kommt Feuer. Ich höre keine Trommeln. Psch. An alle Flieger, wir haben einen Waldbrand nördlich des Pinecone-Kamms. Los, Jungs, ab in die Luft! Das Gewitter ist vorüber. Gleich wird's heiß, Jungs! Pass auf deine Flughöhe auf! Das ist die Grubhopper, der Rennflieger? Grubhopper! Du bist kleiner, als ich dachte, aber das ist okay. Danke. Alles einsteigen! Du bist hier, um Feuerwehrmann zu werden. Schlamm überall macht die Camper traurig. Eine Party in meiner Lodge macht die Camper froh, kapiert? Das hab ich doch gesagt. Ja? Was? Hä? Ich werde nie verstehen, weshalb ihr aus einem perfekt funktionierenden Flugzeug springen wollt. Tun wir nicht. Wir springen ja aus dir. Raus aus diesem Luftraum. Entschuldigung. Verstanden, Boss. Hä? Hey, Zuckerfelge, haben Sie dich aus einer B-17 abgeworfen? Du bist nämlich eine Bombe. Abschleppwagen. Fahrgestell ausfahren. Was? Los, zeig's ihm. Die Räder raus, du Genie. Oh. Mich nennt man Dipper. Mrs. Miss. Miss. Ja. Dipper. Dipper. Yep.
Windlifter, Manövriererlaubnis erteilt. Gefahr bereit machen zum Abladen am Kopf des Feuers. Verstanden. Mr. Mayday. Schreibt dieser Typ alles auf, was ich sage? Ja. Das hat er auch gerade aufgeschrieben? Ja. Das auch? Ja. Und das? Ja. Oh, verdammt. Ich schaff das. Lord Almighty, I'm attempting to rise. Aufladen und los. Wir fliegen direkt ins Feuer. Macht euch bereit. Wie geht's der Tierwelt? Heute Abend auf der Party triffst du einige Partylöwen. Hey, hopp! Schließ die Hangartür. Fantastisch! Die Mamas Chili brennt. Zweimal. Willkommen auf dem Stoppelmarkt. Noch wird überall gearbeitet und aufgebaut. Mal wieder gibt es viele Neuheiten. Eine Großachterbahn im Aufbau. Marktmeister Jens Siemer gibt letzte Anweisungen. Und für eine schnelle Verbindung im Internet und Telefon wird auch gesorgt. Die Geschwister Overmeier aus Steinfeld mit ihrer Dreieck-Schirmbar zum ersten Mal auf dem Stoppelmarkt. Ob bei Oldehus, bei Hogeback oder im Pickers Festzelt. Überall sind die Besucher herzlich willkommen. Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung und der Trubel kann losgehen.